どこに行った？バナーナ！バナーナー！この夏二つの PLD ダブルトマト。Ja, hallo liebe Leute, Freunde, Familie, Verwandte, Bronies und alle, die sich sonst noch in irgendeiner Nahrungskette zuordnen lassen. Wir sind hier zurück bei Tombi, ein tolles Spiel im Urwald. Ich habe hier gerade einen Urwaldeinwohner niedergemacht, so richtig mental und auch seelisch. Ja, natürlich, der Onge ist dabei, das ist ja wohl klar, das liegt auf der Hand. Hallo, hallo. Ja, er ist hier dabei, wie ihr gehört habt. Hoffe ich mal. Dass ihr nicht top seid, aber ich glaube, ich sollte nicht schon wieder mit diesem Blödsinn anfangen. Du gehst die falsche Richtung. Ich gehe die richtige Richtung, keine Sorge. Zack. Ja, so machen das die Pro-Gamer, damit ihr das auch mal wisst. Hier waren wir gerade bei Charles, diesem netten Affen. Ich lebe an, ich könnte ihn nicht schwimmen. Okay, das haben wir schon gelesen, das brauchst du nicht mehr lesen. Wir geben ihm jetzt die Banane. Genau. Ups. Nicht die Beschreibung. Die geben wir nicht. Kannst du mal drauf, ja. Ja, Entschuldigung. Kannst du mal drauf gehen? Nein, ich sagte, ich will keine Bananen mehr. Hast du nicht zugehört? Hast du es wirklich gesagt? Ja. Achso, Entschuldigung. Hast du nicht zugehört? Nein, ich habe nicht wirklich nicht zugehört. Er hat gesagt, er möchte etwas zu trinken. Achso, zu trinken. Ich habe dir gesagt, wir gehen in die falsche Richtung. Ja, tut mir leid. Also, du brauchst jetzt nicht mich beschuldigen, weil, ich bin nicht schuld. Wir müssen natürlich mit dem hier reden. Wow. Was ist? Oh, schleich dich bitte nicht so an mich ran! Der war gut. Hast du meinen Hut gefunden? Ja, den habe ich gefunden. Aber zuerst lesen wir die Gebrauchsanweisung. Irgendjemandes Hut, den dir Charles gegeben hat. Jemandes PC. Ja, Entschuldigung. Irgendwie verwechsel ich dauernd Dreieck und Kreis, aber das ist ja ein häufiger pädagogischer Fehler. Der schaut einfach irgendwie. Ja, das ist ja, vielen Dank. Hey, hast du nicht Lust, unseren Uhrenturm zu besichtigen? In die Fabrik und in das Eisenschloss kommst du wahrscheinlich nicht rein. Aber den Uhrenturm kannst du jederzeit besichtigen. Ja, das ist ja urig. Jetzt nach hinten reinkramt ist. Ja, so richtig reinkramt ist er. Ich glaube, das war ein Grenzschutz. Ja, finde ich auch. Okay, hier gehen wir in das Dorf der Zivilisation. Einer der ikonischsten Orte aus ganz Tombi. Hier müssten wir lang. Hey, lies doch das Schild. Na, das kann warten. Na gut. Wird ja wohl nicht davonlaufen. Ist immerhin in die Erde genagelt. Ja, das ist der Uhrenturm. Sieht okay aus, würde ich sagen. Der ist übrigens am japanischen Cover des Spiels zu sehen, was ich etwas seltsam finde, wenn man berücksichtigt. Genau, das war das Wort, welches ich gesucht habe. Danke. Wenn man berücksichtigt, dass er eigentlich nicht sehr oft vorkommt im Spiel. Eigentlich nur einmal. Hey, du schon wieder. Na, was hältst du von dem Uhrenturm? Sieht toll aus, nicht wahr? Es ist das Dorf der Zivilisation und es ist berühmt für den Uhrenturm, das Eisenschloss und die Fabrik hier. Was ist das bloß für eine Zivilisation, wenn die ganzen Maschinen nicht funktionieren? Ach, übrigens, dir habe ich es zu verdanken, dass ich meinen Lieblingshut wieder habe. Vielen, vielen Dank. Hey, versuch doch mal etwas von dem Saft, den ich gerade gemacht habe. Nicht schlecht, was? Ja. Danke für den Saft. Ich glaube, er will meine Banane. Bist du sicher? Ja. Was? Die hast du für mich geholt? Jetzt wird's irgendwie seltsam. Warte eine Sekunde, okay? Drück sie! Siehst du? Mein
Okay. So wie Tom geschaut. Ich will gar nicht hinschauen. Ja. Bro, so geht das. Okay. Bananensafte halt. Wie jetzt schaut der Uhrenturm-Typ. Okay, lieber schnell weg hier. Kommt, also da denkt man sich auch seinen Teil. Wenn ein. Was ist er vom Beruf? Ein Gräber. Wenn ein Gräber unsere Banane will, sie dann drückt und wir Bananensaft erhalten? Übrigens, was hat das für eine Beschreibung, weil. Da fragt man sich wirklich. Süße Bananensaft. Okay, na dann ist es ja doch ganz okay, würde ich sagen. Jetzt lies aber das Schild. Ja, genau, weil Schilder lesen sich schließlich nicht von selbst. Hier hätten wir es. Eisenschloss, Uhrenturm, Holzfällerfabrik. Ja, das ist der geheime Cheatcode, den wir im Hauptmenü eingeben müssen, damit wir 30 Leben haben oder so. Ja, ja. Na gut, das war jetzt frei aus der Luft gegriffen. Nein, hätte sich noch in der Stadt umgeschaut. Ich kann nicht in die Stadt, hast du dich zugehört? Achso, ja, er hat gesagt, du kannst nirgends hin aus der Uhrenturm. Ja. Okay. Hast ja doch zugehört. Okay, hier sollten wir lieber nicht reinlaufen, weil dann werden wir eingekocht. Wortwörtlich sogar. So. Was soll das überhaupt darstellen, diese Dinge? Bananen? Ja. Okay, das erklärt einiges. So, hier hätten wir einen Affen. Ich nehme ja, okay, haben wir gelesen. Dann geben wir ihm gleich mal unseren Bananensaft. Boah, das ist Bananensaft. Danke, den hebe ich mir für später auf. Naja, dann jetzt trinkt er erst nicht. Mhm, wollte ich gerade sagen, in anderer Form. Und nun bringe ich dir bei, wie man schwimmt. Bist du bereit? Wenn du bereit bist, spring einfach in den Fluss da drin. Hoppala. Hoppala. Hey, kannst du mich hören? Beruhige dich. Naja, das ist ja... Naja. Hör auf, so viel herumzuzappeln. Davon gehst du unter. Ich glaube, das ist ja die Taubstummengasse. Siehst du, wenn du stillhältst, kannst du auf dem Wasser treiben. Aber sei vorsichtig. Zappel nicht so herum und drück gleichzeitig die Taste Viereck und die Richtungstaste. Durch Drücken der Taste Viereck bewegst du dich vorwärts. Hm, gar nicht schlecht. Ach übrigens, links den Fluss runter kommt ein Wasserfall, also schwimm nicht da lang. Da geht's tief runter. Okay, offensichtlich hast du es kopiert. Spring doch mal auf diese Leiter hier drüben. Ich bin erstaunt, wie schnell du schwimmen gelernt hast. Ja, jetzt können wir endlich schwimmen. Da können wir es diesen Bananen. Ja, hat uns auch eine Banane gegeben. Diesen freundlichen Bastard dort ganz am Anfang. Den können wir es dann so richtig zeigen. Ja, wir wollen nochmal da rein. Der schwarze Ladebildschirm. Unser absoluter Liebling. Ja, wir können jetzt schwimmen mit Richtungstasten und Viereck. Und hier müssen wir hoch. Okay. Solltest du nicht doch mal Bear on Hell? Ja, das habe ich irgendwie auch schon gedacht, weil hier hätten wir schon das zweite Heilmittel für Bear-On. Die Pflanze der Weisheit. Oder irgendwie so heißt die. Frucht der Weisheit. Frucht des Wissens. Entschuldigung. Hätten wir einen Papagei? Autsch, was fällt dir ein, junger Mann? Warum hast du mich gebissen? Hm, warte mal kurz. Okay, hab's kapiert. Ich werde ihn fragen. Der alte Baum sagt, er ist nicht ärgerlich. Er will dich nur um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du, der alte Baum ist nun ja alt eben. Alte Vier. Er kann aus eigener Kraft nicht mehr genügend Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Daher wird er von Tag zu Tag schwächer.
aber es gibt einen Weg, wie dieser alte Baum wieder zu Kräften kommen kann. Überall auf diesem Kontinent liegen Pumpfelsen. Pumpenfelsen. Egal. In diesen Felsen ist Wasser mit ganz vielen Nährstoffen gespeichert. Wenn du auf alle Felsen trittst und sie in den Boden drückst, dann versickern die Nährstoffe im Erdboden und dem alten Baum geht es wieder besser. Die Pumpenfelsen. Das sind übrigens diese Dinger hier. Diese hier. Diese ekligen, seltsamen, aus dem Boden kommenden, übergewachsenen, überragenden, trompetenartigen Dingern. Wie ihr seht, verändert sich die Farbe etwas, wenn wir draufspringen. Und hier hätten wir eine Box. Und die ist verschlossen. Aus unbekannten Gründen. Und wie ich sehe, mit meinen Augen, haben wir schon wieder die 10-Minuten-Marke erreicht. Und deshalb hocken wir uns hier am Steg. Nein, Spaß. Wir gehen natürlich speichern. So, Hügel des alten Baums, ein toller Hügel des alten Baums. Hier speichern wir. Und natürlich speichern wir über einen neuen Slot, damit wir auf keine Gefahren mehr treffen und wir für immer in Frieden leben können. Ich bedanke mich hiermit fürs Zusehen. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag. Kommt gut nach Hause. Und guten Appetit. Lest die Bibel. Betet an Gott. Seid froh und munter. Und vor allem, schaut unsere nächsten Let's Plays auch. Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Auf Wiedersehen. Gedaffes.